Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts zum Thema Internationale Behindertenbewegung mit meinem Gast Raoul Krauthausen. Schön, bist du heute hier, Raoul. Stell dich doch kurz vor. Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Komme aus Berlin in Deutschland und setze mich hier seit fast 20 Jahren für die Rechte behinderter Menschen ein. Mit wem würdest du am liebsten einen Cappuccino, mit oder ohne Röhrli, trinken gehen? Ich habe früher beim Radio gearbeitet und fand es immer am spannendsten, einfach so aus dem Alltag der Menschen zu hören. Wir hatten immer sehr viele Sendungen, wo die HörerInnen anrufen konnten und einfach irgendwas aus ihrem Leben erzählen konnten. Und das Leben erzählt oft die besten Geschichten. Manchmal wäre ich gerne jemand, der sich einfach in einen Café setzt und gerne den Nachbartisch lauscht. Aber das sollte man ja nicht machen. Aber ich glaube, die Menschen, wie du und ich, die haben oft die spannendsten Geschichten. Wie ist die internationale Behindertenbewegung organisiert? Beziehungsweise gibt es überhaupt eine internationale Bewegung von Menschen mit Behinderungen? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt ja zahlreiche Konferenzen, wo behinderte Menschen sich auch international organisieren und vernetzen. Aber es gibt ja auch keine internationale AutofahrerInnenbewegung. Also warum sollte es oder eine internationale Frauenbewegung? Ganz oft sind es ja Sachen, die auch sehr lokale Themen haben, die in verschiedenen Ländern unterschiedlich auch ausgeprägt sind und entwickelt sind, sodass eine internationale Vernetzung zwar wichtig ist, um sich auch inspirieren zu lassen mit neuen Ideen. Und da sind dann Konferenzen, Messen. Jetzt gerade ist die Zero-Konferenz in Österreich gewesen. Da ist es sehr gut, sich einfach miteinander zu vernetzen. Aber ich finde, und da bin ich, glaube ich, relativ, vielleicht nicht allein, aber neu mit der Erkenntnis, zumindest in Deutschland, ich finde es ein bisschen problematisch, wenn wir behinderte Menschen dafür verantwortlich machen, sich zu organisieren, um die Probleme zu lösen, denen sie alltäglich sich auseinandersetzen müssen. Weil das ist ja dann nochmal Arbeit. Ne? Also wir müssen nicht nur damit umgehen, dass die Welt voller Barrieren ist, sondern dann sollen wir uns auch noch organisieren. Und das führt manchmal so ein bisschen am Problem vorbei, weil die Probleme schaffen in der Regel immer die Menschen ohne Behinderung. Bist du ein Teil von europäischen oder internationalen Organisationen, wie zum Beispiel ENIL? Wie wichtig sind solche transnationalen Organisationen für die internationale Behindertenbewegung? Also nicht ich bin ein Teil der Organisation, aber meine Kolleginnen und wir sind auch schon alle vernetzt per Social Media oder per E-Mail. Wir beide tauschen uns ja auch aus, ohne dass wir miteinander in irgendeiner Organisation verbandelt sind. Und trotzdem erinnern wir uns aneinander in beide Richtungen. Ich glaube, das ist viel stärker und viel wichtiger, auch so eine persönliche Ebene hinzukriegen. Und ich glaube, dass gerade das Internet auch sehr, sehr viel weiterhelfen kann, viel mehr als so traditionelle Organisationsstrukturen mit Mitgliederversammlungen und was auch immer, Satzungen, die man dann entwickeln muss. Wir sind aber in zahlreichen Projekten involviert mit anderen Organisationen weltweit, wo es dann um das Thema barrierefreie Mobilität geht oder Datensynchronisierung, Datenstandards zu entwickeln, wenn es um barrierefreie Informationen geht, von Orten beispielsweise. Da arbeiten wir schon auch weltweit mit PartnerInnen zusammen, aber dann eher auf so einer Projektebene. Als wie harmonisch oder solidarisch schätzt du die internationale Behindertenbewegung ein? Ich glaube, dass die Behindertenbewegung, egal ob lokal oder international, schon sehr solidarisch ist. Wir sind schon wahrscheinlich auch wesentlich sensibler, was verschiedene Behinderungsformen angeht,
also die nicht Behinderten allgemein sind. Das heißt, wir versuchen schon auch, zumindest in unseren Produktionen, Barrierefreiheit weitestgehend herzustellen, dass Podcasts untertitelt sind, beziehungsweise Transkription bekommen. Meine Fernsehsendung hat Audiodeskription und Gebärdensprache, dass da einfach schon auch ein gewisser Anspruch auch an uns selbst gestellt ist. Und das finde ich sehr wichtig. Hinzu kommen natürlich noch andere Themen, ne, sowas wie Intersektionalität. Natürlich gibt es auch queere behinderte Menschen, Menschen mit Behinderungen, die Migrationshintergrund haben. Oder wir müssen uns auch viel solidarisch engagieren, wenn es um die Frauenrechte angeht. Frauen mit Behinderung sind vielmals so häufig von Gewalt betroffen wie Frauen ohne Behinderung. Was schon schlimm genug ist, dass Frauen überhaupt mehr Gewalt erleben als Männer. Aber dass Frauen mit Behinderung viermal so viel erleben, ist auch sehr, sehr schlimm. Du bist in Deutschland sehr aktiv. Du bist in Deutschland sehr aktiv und bekannt. Und man nimmt dich als Medienaktivist wahr. War das eine bewusste Entscheidung von dir, keine politische Arbeit zu machen? Politische Arbeit zu machen? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich habe ja normalerweise Kommunikation studiert. Ich habe jahrelang in Werbeagenturen gearbeitet und später dann eben beim Radio. Und ich finde es wichtig, professionelle Kommunikation zu machen. Das ist dann quasi Medienarbeit und Podcasts, Fernsehsendungen, Websites, Projekte entwickeln und bauen. Und beim Machen der Projekte, die wir dann so machen, haben wir gemerkt, eigentlich sind wir Aktivistinnen. Wir sind keine PolitikerInnen, sondern Aktivistinnen. Wir sind auch keine Geschäftsleute, sondern wir sind Aktivistinnen, die vielleicht den Anspruch an professionelle Kommunikation und gute Kommunikation haben. Und warum ich kein Politiker wurde, hat ganz einfach den Grund, dass ich zu ungeduldig bin. Ich weiß, dass Politik und PolitikerInnen, wenn sie was erreichen, das sehr nachhaltig erreichen können. Also ein Gesetz ist wesentlich langlebiger als irgendeine Kampagne, die ich als Aktivist mache. Aber es braucht ewig Zeit, bis ein Gesetz verabschiedet ist und Recht erwirkt wurde. Das ist leichter für mich als ungeduldigen Menschen, etwas zu bewegen oder vielleicht auch zu verändern oder eine Debatte zu beeinflussen auf der anderen Seite der Kommunikation. Und ich sehe das gar nicht so sehr als Pro oder Contra, für oder dagegen. Ja, man muss immer über Bande spielen, man muss zusammenarbeiten. Und das tun wir in Deutschland auch mit anderen PolitikerInnen zusammenarbeiten, die den politischen Weg eingeschlagen haben. Und wir dann versuchen, wir nennen das immer so über Bande spielen. Ja. Also wenn der Politiker, die Politikerin sich gerade nicht traut, ein Thema zu platzieren, dann rufen die halt an und sagen, oh, du musst mal was in der Öffentlichkeit dazu sagen, damit wir uns dazu verhalten können. Und das macht wirklich Spaß. Wenn man das gut organisiert und orchestriert, dann muss man in Bündnissen denken und weniger in die gute Politik oder die böse Politik, die guten Aktivisten, die bösen Aktivisten, dann einfach zusammenarbeiten. Was müsste ich als gewählter Nationalrat tun, damit wir, die Schweiz, uns in der internationalen Behindertenbewegung stärker engagieren können? Als Schweizer, der weltweit ein sehr positives Image. Und wenn die Schweizer was machen, dann ist es in der Regel etwas mit Präzision, etwas, das gut gemacht ist, gut durchdacht wurde und in der Regel auch von der Bevölkerung gewollt war, weil wir können ja ganz viel mit Volksentscheiden erwirken. Das können wir in Deutschland ja nicht. Nicht so ohne weiteres. Und das kann einen viel größeren Impact haben, wenn man sieht im Ausland, dass ein Land wie die Schweiz etwas wirklich gewollt hat, dass die Bevölkerung etwas wirklich gewollt hat, das hat schon auch Strahlkraft nach außen. So wie wir immer nach Kanada schauen oder in die Vereinigten Staaten von Amerika schauen, wo es heißt, ja, da haben sie in den 90er Jahren bereits das ADA verabschiedet, den Americans with Disability Act, wo etwas gewollt war und dann auch wirklich eine gesellschaftliche Veränderung erwirkt wurde. Und sowas aus der Schweiz mitzukriegen, wäre natürlich schön. Aber ich sehe auch, dass es noch ein weiter Weg ist. Also alleine, dass es bei euch noch die IV-Krankenkasse oder Rentenversicherung gibt und IV steht für Invalide,
Da würde ich dann erstmal ein großes Fragezeichen dran machen, ob dieses Wort überhaupt noch in Ordnung ist. Und warum in der Schweiz, so jedenfalls meine Wahrnehmung von außen, so viele nicht behinderte Menschen entscheiden, wie es zu laufen hat, wenn es um Behindertenrechte geht, und nicht die Betroffenen selbst. Aber da können wir in Deutschland jetzt auch nicht gerade glänzen mit, wie wir es besser machen. Aber es gibt Länder, wie zum Beispiel die USA, Großbritannien, die wesentlich mehr behinderte Aktivisten dann auch haben und PolitikerInnen. Besten Dank für deinen wertvollen Input und dass du da warst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Nach euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich für dabei sein. Und wir wünschen euch noch einen inklusiven Tag. Lasst uns Geschichte schreiben. Tschüss zusammen. Lasst uns Geschichte schreiben. Tschüss zusammen. Danke dir auch. Danke Raul. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Wie wir bei uns im Büro immer sagen, wir sehen uns in der Zukunft. Genau, wir sehen uns in der Zukunft. Sehr gut. Ciao. Ciao.